Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Saints Row 2 mit mir Suicide Cat. Ja, in der letzten Folge haben wir ja noch ein bisschen geschaut, dass wir ein bisschen Respekt bekommen. Und dieses Mal, würde ich sagen, sind die Söhne von Samedi dran. Los geht's. Staub und Reißen, Söhne von Samedi. Hey, I got you a present. A light bulb. Just what I always wanted. Come on, you think I'd just give you a light bulb? A face shredder. Just what I always wanted. Smoke this. Ever hear of a pipe? Pipes cost money. Money that can be used for drugs or shoes. What is it? It's the Sons of Samedi's number one product. They call it Loa Dust. But you smoke it. They suck at marketing, what can I say? The point is that this shit is all over campus. I mean, frats are buying it by the pound. If we get enough of the stuff, we might find out how to make it ourselves. And then we sell it for cheaper and steal their market. Exactly. How much stuff we talking? I don't know, 3 pounds? 2 for science, 1 for the weekend? I can live with that. Das klingt doch gar nicht so schlecht. Fahre zur Universität. Ja, yeah, da würde ich mal sagen, 3 Pfund. Eins für uns, eins für die Forschung und nochmal eins für die Forschung. Und ich muss natürlich in die andere Richtung fahren. Hallo? Listen, when you get to SU, be careful when you're taking on the Sons of Samedi. Seeing as I don't like getting shot, of course I'm gonna be careful. They're not just gangbangers, these guys are out of their damn mind. For God's sake, they're named after the Vidoan Lord of the Dead. Don't tell me you believe that shit. Just be careful, okay? Girl, you gotta relax. I'll call you soon. Ja, die haben sich nach einem Voodoo-Gott benannt. Ja, was soll ich jetzt davon halten? Sind wir jetzt in Gefahr, oder? Ich würde mal behaupten, das ist alles... Ey, fahr mal vorsichtig. Kannst du dich einfach abbiegen. Sind wir jetzt in Gefahr oder haben die sich nur danach benannt oder? Ja, also ich würde da nichts drauf geben. Wir holen uns einfach den Stoff, produzieren den günstiger und machen eine Menge Asche damit. Töte die Dealer. Aber mit dem größten Vergnügen. Die werde ich ja sowas von ausschalten. Na, Dealer. Besorge dir eine Probe von dem, was sie verkaufen. Würde ich sagen, das kriegen wir hin. Also, Bams! Bams! Na los, rück die Probe raus! Jawohl, wir haben eine Probe! Schnapp dir das nächste Päckchen von dem Dealer am Observatorium! Ja, das war jetzt nicht allzu schwierig. Schauen wir mal, ob der nächste Dealer sein Zeug auch so freiwillig hergibt. Hui! Ja, yeah, aber ich habe die nur fast getötet. Jetzt chill mal. Ganz ruhig. Ich tue euch doch nichts. Ich will nur spielen. Na los, gebt mir eure Drogen. Jawohl. Hab ihn.
what I tell you, Shandi. It's all taken care of. You got great timing. I just got a tip that Mark Gabby is slinging nearby. The guy brings in a lot of money for the Somdi. Taking him out should hurt them pretty bad. Finde Mr. Gabby. Ja, da würde ich doch sagen, das Päckchen holen wir uns auch noch. Und die Kohle. Oh, und jetzt haben wir die Bullen hinter uns und die Samedi. Ja, davon merke ich jetzt allerdings noch nicht allzu viel, also alles gut. Aus dem Weg! Verdammt, das ist meine Stadt! Hab ihn! Ja, ja, er entkommt. Ganz cool. Alter Kollege, lern mal Auto fahren. Nimm den Loa-Staub. Hab ihn. Nice. He didn't go quietly, but Gabby's dead. Good times. Now get me the dust and I can start working on our little science project. Okay, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Bam. Und jetzt lass mich in Frieden. Ja, ich hätte vielleicht ein anderes Auto nehmen sollen. Dieses ist schon ein bisschen lädiert. Aber das war ja jetzt einfach. Bin mal gespannt, ob wir die Konsistenz und so hinkriegen. Können wir den Scheiß nämlich selber verkaufen? Das wäre natürlich richtig ein Träumchen. Gentlemen, how was business today? Here's today's take. There are many singles where 50 should be. Yeah, about that. I couldn't get a hold of some of my guys. These men steal from the general? No, I'm not saying they're stealing. Yo, Papa Shango, I'm talking to the general. On the streets, you may be a popular DJ, veteran child. But when you're in this car, you'd do well to remember your place. My place? My friends, please be civil. Veteran child, look into the matter of the missing money. If one of your bag boys is indeed alive, take one of his hands. I doubt he will be late again. If he is not alive, I think we have a greater problem. You want me to cut off some dude's hand? If he stole from me, he needs to learn. Yeah, that makes, sense. Is there a problem? No. I mean, it's no problem. I got this. Das sind ja... Es ist ja wie im Mittelalter. Wenn er gestohlen hat, dann hack ihm die Hand ab. Wow, mittlerweile haben wir schon 32 Nachbarschaften von 45 im Besitz. Ja, das klingt doch schon mal gar nicht so schlecht. Und wir haben genug Respekt übrig, um noch weitere Aufträge zu spielen. Also dann schauen wir doch mal. Jupp. Hier, Söhne von Samedi, Auftrag. Da haben wir doch schon einen.
Oh, ich würde sagen, wir wechseln mal das Auto. Also mit dem kann man ja echt nochmal weiterfahren. Ups, Entschuldigung. Erst das Auto geklaut und dann auch noch die Person überfahren, der ich es geklaut habe. Läuft bei mir. Und jetzt schauen wir mal, ob wir nicht noch für ein bisschen Trouble sorgen können. Die Söhne von Sameh, die sollen ruhig merken, dass ich jetzt in der Stadt bin. Dass diese Stadt mir gehört. Und dass sie mit ihrem Voodoo-Scheiß keine Chance gegen mich haben. Allerdings, ich werde noch kurz speichern. Und dann starten wir den Auftrag. Pfeile im Kuchen. Hey, what's up? I can't believe what they've done here. It's pretty classy, huh? Whatever. A strip club named TNA? That was classy. This shit is just tacky. So did you find out what was in that lower dust shit? Science is hard. Anyway, like I was saying, I can't work it out, but I know someone who can. Who? It's a woman I met in prison. She knows more about this shit than I ever will. There's only one... What's the problem? She's still in prison. Great. Don't worry about it. I know how you're gonna break in. Samson, get over here. Hey, Shanji, I rigged up that bomb you want. Oh! You should probably hurry. Fuck. Okay. Wir sollen also eine Frau befreien, die immer noch im Gefängnis ist. Und der Typ hat jetzt die Bombe fallen lassen. War jetzt vielleicht nicht so geschickt von ihm. Ja, wie auch immer, wir sollten uns beeilen. Mal kurz auf die Karte schauen. Wie komme ich da am besten hin? Ja. Sieht ganz gut aus. Ja, ich vertraue dem Navi irgendwie nicht, wenn es hier um Seewege geht. Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön, denn da kann man, wenn man nicht schnell genug ist, in die Luft gehen. Hollari! Hollaro! Tell me you have a plan on how I'm getting inside, because if I'm just riding around with a bomb, I'm gonna be very unhappy. Don't freak out, I got this all worked out. The prison is powered by an old generator underneath the building. Take out that generator and it's lights out for the whole island. You should be able to sneak in, no problem. Where's the generator? It's not like they gave me a tour of the place when I was in a coma. I'm getting to that, relax. Just swing around the back of the island and go in through there. It'll lead you to the generator. Thanks, Shandi. Okay, dieser Versorgungstunnel bringt mich also zum Generator. Dann schauen wir doch mal. Wir haben noch 2 Minuten übrig. Da läuft schon die erste Wache. Shit. Nein. Pfefferspray will ich auf jeden Fall keinen. Wir platzieren die Bombe. Kollege, ich habe hier eine Bombe hingemacht. Wir sollten verschwinden. Okay. Das Licht ist aus. Die Show ist vorbei. Ich komme nun rein. Okay, wir sollten nun reinkommen. Die Lichter sind aus und wir sind wieder im Gefängnis. It's
Yeah, it's all over. Weißt du, hast du mich mal erkannt? Bam! You can't hide forever. Ich muss mich gar nicht verstecken. Ihr kommt ja zu mir. Und in die Eier, jawoll. Und rein mit uns. Shondi, ich dachte, das wird ein Spaziergang. Was ist hier los? Überall Cops? Oh, ich sehe schon. Das ist doch kein Spaziergang. Da geht er. Wow, da geht er was ab. Finde Shondis Drogenexperten. Erste Etage. Zweite Etage. Alles voller Gegner. Und in die Eierstöcke. Jawohl. So haben wir es gern. Ich hab dich. Let's get you out of here. A jailbreak? How exciting. Ein Gefängnisausbruch? Wie spannend. Also, wir sollten auf jeden Fall schnellstmöglich von hier verschwinden. Gut, die Cops sind beschäftigt. Ich werde den Gefangenen hier trotzdem mal ein bisschen helfen. Ah, jetzt greift ihr mich an. Warum? Kommst du? Ja, okay, sie kommt, sie kommt. Begib dich zurück in die Stadt. Ich bin dabei, einen Begleiter zurückzulassen. Das ist natürlich schlecht. Aber wir müssen hier durch das Tor gehen oder gibt es hier noch einen anderen Weg? Das sieht schlecht aus. Ist halt blöd, dass das Fahrzeug da jetzt genau in dem scheiß Tor drin steht. Ja, du bist gerade keine Hilfe, verehrter Cop. Ja, und wenn ich das Fahrzeug jetzt rausgefahren habe aus dem Tor, dann steht wahrscheinlich der nächste schon wieder drin. Ja, wusste ich. Okay, also, steig ein. Wir flüchten.
Jetzt erzähl mir bitte, dass hier ein Boot steht. Jawohl. Autsch. Aber die kann sich natürlich nicht ins Boot setzen. Ja gut, dann... müssen wir das irgendwie anders regeln. Dann müssen wir schauen, ob wir hier auf der Insel irgendwo einen Heli finden. Oh, Helis. Fliegen. Oh nein. Ja, dann schauen wir doch mal. Wir finden hier... ja, ich bin dabei, einen Begleiter zurückzulassen. Die könnt ihr aber ein bisschen schneller laufen. Ja, hier hinten kommt wohl nichts mehr. Ja, da sie ja nicht aufs Boot steigen kann. Ich hoffe jetzt echt, dass da oben irgendwo ein Helikopter rumsteht. Also, auf der Suche nach einem Heli. Oh, ja, ja, Mann. Na komm, steig ein. Nein, ich hänge in der Hochspannungsleitung. Oh, aber ich bin frei. Jetzt bin ich frei. Ich bin frei, frei, frei. The Ring of Fire. I can't wait for you to meet my husband. Can you drop me off at my house? Ja, natürlich kann ich dich daheim absetzen. I still can't get over that it's you. This is so exciting. So you sure you could figure out what's in the sun stuff? Don't worry, sweetie. When it comes to drugs or snickerdoodles, I'm the best. Ain't that the truth, baby? Toby! Thanks for bringing my pumpkin muffin back. You need anything, you let me know. Oh, I already talked to Laura about that. In that case, you mind giving me and the wife some quality time? I'd like to have a belated conjugal before the PTA meeting. Not at all. Da wird jetzt erstmal ordentlich gebumst. Okay, naja, wir gönnen sie. Auch wenn sie so strunzblöd ist und nicht in ein Boot einsteigen kann. Naja, vielleicht ist sie auch seekrank. Wer weiß das schon? Nice. Und jetzt speichern wir und dann würde ich sagen, war es das auch für heute. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Bewertet doch mein Video und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.